Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! Die Anpassung der hier vorliegenden Gebührensatzung wird uns in den nächsten Jahren jährlich ca. 130.000 Euro Mehreinnahmen in den Haushalt spülen. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Das ist gut und das ist auch richtig so und das ist wichtig. Ja, warum wollen wir Grüne dann was ändern? Warum stellen wir einen Änderungsantrag? In diesen kostenpflichtigen technischen Hilfeleistungen der Feuerwehr ist die Rettung von Tieren enthalten. Und in den vorangegangenen Ausschüssen haben wir über Zuständigkeiten diskutiert, ob und wenn ja, wer. Und am Ende ging es immer wieder um die Frage, wer zahlt denn einen solchen Einsatz? Es gibt nämlich Tierrettung und Tierrettung. Das muss man wissen. Verwirrt Sie das? Das verwirrt viele Menschen draußen, wenn sie in der Zeitung nämlich Dinge lesen, wer da was bezahlen muss. Lassen Sie mich jetzt an einigen Beispielen deutlich machen. In der Leitstelle gehen folgende Notrufe ein. Eine Katze ist in die Dachrinne gerutscht. Ein Dackel sitzt im Fuchsbau fest. Ein Pferd ist in den sumpfigen Graben gefallen und steckt dort fest. Ein Schwan ist am Ölper, auf dem Ölpersee festgefroren. Und eine Kuh ist in die Sickergrube gefallen. Also eins möchte ich vorwegnehmen. Eigentümer von Tieren sind immer verpflichtet, Gefahren, die für oder von ihrem Tier ausgehen, selbst zu beseitigen oder kostenpflichtig beseitigen zu lassen, wenn sie denn selbst dazu nicht in der Lage sind. Herrenlose Tiere, dazu gehören in erster Linie die Wildtiere, aber auch herrenlos gewordene Haustiere, zum Beispiel nicht registrierte Fundtiere, deren Besitzer man nicht habhaft werden kann, wie das Wort herrenlos ja sagt. Die werden unentgeltlich gerettet. Man hat ja niemanden, dem man die Kostennote zustellen kann. Und kürzlich konnten wir in der örtlichen Presse lernen, auch nicht immer. Wie zum Beispiel bei dem verletzten Fundkater in Mascherode, der sich im Motorraum eines Pkw verkrochen hat. Hier zahlte jetzt mangels Ermittlung eines Tierhalters der Fahrzeughalter, der die Feuerwehr alarmiert hatte. Sehr geehrte Damen und Herren, welches Signal senden wir denn jetzt hier an Bürgerinnen und Bürger aus? Also ich sage Ihnen was, so ein Auto fährt auch mit Katze im Motorraum. Aber das mag man sich jetzt, glaube ich, lieber nicht vorstellen. Und vor dem Ende einer möglichen Kostenpflicht müssen auch folgende Fragen mal gestellt werden. Wie kann man einem Haustier in einer Notsituation ansehen, ob es herrenlos geworden ist oder nicht? Wie sollen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle das per Ferndiagnose am Telefon denn entscheiden und dem Anrufer sagen, ob er eventuell etwas bezahlen muss oder nicht? Nach welchen Kriterien würden Sie das denn entscheiden? Aber wissen Sie, eigentlich ist die Kernfrage eine andere. Über wie viele Einsätze und wie viel Geld reden wir denn hier überhaupt? Die Verwaltung hat im Finanz- und Personalausschuss freundlicherweise die Zahlen aus 2018 für uns mal rausgesucht. Das waren 29 kostenpflichtige Einsätze zur Rettung von Tieren mit einer sagenhaften Summe von 2.100 Euro. Wir erinnern uns, plus 130.000 Euro, die wir ja heute beschließen, jedes Jahr. Sind da 2.100 Euro nicht doch eine so geringfügige Summe, dass wir uns das als Stadt leisten können und auch wollen, darauf zu verzichten? Wir, die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, wir meinen ja. Und darum sehen wir es als effektivste Lösung an, hier nur zwei Wörter einzufügen in die Satzung. Und zwar in den Satz, die Rettung von Menschen und Tieren aus akuter Lebensgefahr ist unentgeltlich. Diese klitzekleine Änderung, sehr geehrte Damen und Herren, die dient nicht nur der Vereinheitlichung von Verwaltungshandeln und der Rechtssicherheit der Leitstelle, und der Klarheit der Bürgerinnen und Bürger, die ein Tier in einer Notsituation entdecken, sondern sie dient vor allem der positiven öffentlichen Wahrnehmung unserer Feuerwehr. Und das, sehr geehrte Damen und Herren, zu dem sagenhaft günstigen Preis von 2.100 Euro. Und dagegen werden Sie sich doch sicher heute nicht verschließen und unserem Änderungsantrag, die Rettung von Tieren aus akuter Lebensgefahr unentgeltlich zu stellen, heute doch noch zustimmen zu können. Ich danke Ihnen.